Herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Herzlich willkommen. Und unter dem Bett unten, oder das nicht unten, sondern das Bett ist hinten. Und hinter dem unteren Bett ist natürlich auch verkehrt. So sieht das aus, wenn eine Leiche in diesem Wagen transportiert wird. Gar nichts los. Ach so, das läuft schon die ganze Zeit. Na los. So, dann fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns den Pössl Trenta 600 an. Für dieses Video habe ich gerade ungefähr 15 Versuche gebraucht, um einen geraden Satz rauszubringen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das jetzt gemeinsam zu Ende bringen. Heute geht es um den Pössl Trenta 600. Ein ganz klassisches Fahrzeug und zwar einer der meistverkauften Grundrisse, die ihr im Kastenwagensegment habt. Ein richtig schickes Bett hinten als Doppelbett quer, eine tolle Sitzgruppe mit megamäßigem Raumgefühl vorne und ein modernes, schönes Raumgefühl. Das ist der Pössl Trenta 600 und im heutigen Video schauen wir uns den ganz genau gemeinsam an und ich erkläre euch gleich, warum ich am Anfang immer wieder rausgekommen bin. Aber jetzt erstmal ein paar schöne Bilder für euch, dass ihr wisst, was euch erwartet und dann können wir uns langsam beruhigen und gemeinsam genießen, was das für ein tolles Auto mit einem fairen Preis und toller Ausstattung ist. Viel Spaß! Also, der Pössl Trenta 600. Warum bin ich überhaupt so aus dem Konzept gekommen am Anfang? Es ist einfach so, dass wir euch in den letzten Wochen ganz viele verschiedene Varianten gezeigt haben. Zum Beispiel Einzelbettenvarianten von Pössl, den Roadster, den Summit 600, Shine L. Dann haben wir super viele schöne Umbauten von verschiedenen Regent gehabt, mit tollen Allradsprintern. Zwischendurch letzte Woche diesen Nova, der ein sehr teures Fahrzeug ist. Und wir haben das gerade so ein bisschen rekapituliert und haben gesagt, wir wollen auch mal wieder was quasi Normales zeigen. Was im erschwinglichen Bereich unterwegs ist, was einfach was ist, was wir sehr viel verkaufen, wo alles drin ist, was man braucht, aber eben auch nicht so unendlich viel zu viel. Und deswegen war ich immer wieder aus dem Konzept gekommen und habe gedacht, was war jetzt in diesem Video? Aber heute geht es eben um ein 6-Meter-Fahrzeug und man muss ganz klar sagen, dieser 6-Meter-Grundriss im Kastenwagenbereich, das ist quasi der Golf unter den Kastenwagen. Und zwar, weil er alles drin vereint, was man braucht. Ihr habt eine super gute Raumausnutzung, ihr habt ein verhältnismäßig großes Bett, ihr habt genug Stauraum, ihr könnt zu dritt oder manchmal auch in bestimmten Konstellationen zu viert reisen. Und man kann sich in so einem Auto einfach wohlfühlen und dazu fällt er auch noch relativ wenig auf. Wenn ihr euch vorstellt, zum Beispiel dieses Fahrzeug ganz ohne Dekor, wenig Fenster, wenig von außen als auffälliges Wohnmobil, ein total schickes Auto. Bevor wir da reingehen und uns angucken, was der Trenta 600 kann, gehen wir jetzt einmal gemeinsam draußen drumherum und ich zeige euch so ein bisschen, was beim Trenta die Besonderheiten sind, beziehungsweise was bei Pössl die Besonderheiten sind. Fangen wir mit den Standards an, die wir bei allen D-Line-Autos haben. Der Wagen hat eine Zuziehhilfe. Heißt, wenn ihr die Tür zumacht, das letzte kleine bisschen zieht er komplett von alleine ran und ihr könnt freundschaftsfördernd auf dem Stellplatz einfach euch dicht neben die nächsten stellen und habt es dann einfach großzügig schön und leise. Großzügig schön und leise. Guck mal, heute ist echt ein bisschen unkonzentriert. Es ist wahrscheinlich zu schönes Wetter und ich sehne mich einfach schon danach in Ruhe mit den Kindern draußen im Garten zu spielen. Ich weiß nicht genau. Ich versuche mich jetzt ein bisschen zusammenzureißen und dann funktioniert das schon. Normalerweise hat der Trenta im hinteren Bereich hier an der Seite noch ein Fenster. Das haben wir bei diesem Fahrzeug bewusst abbestellt, damit man die Schiebetür nehmen kann und sie komplett aufmachen kann. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass man so auch mehr Liegelänge hinten drin hat, weil einfach keine Verdunklungsrollos im Bett fehlen. Ja, das, was ihr hier seht, wir haben beim Trenta 600 immer den, sagt ja schon der Name, 599er Grundriss. In dem Fall ist das jetzt ein Citroën-Chassis. Ihr könnt den Wagen aber natürlich auch genauso als Fiat haben. Auf Fiat-Basis dann eben auch mit dem Automatikgetriebe.
6-Meter-Chassis heißt, wir haben den langen Radstand, den längstmöglichen. Der 636er wäre dann ja einfach hier nochmal 30 cm länger. Da gibt es dann zum Beispiel den Trenta 640. Dort habt ihr auch den gleichen Grundriss wie hier, nur mit Längsbetten hinten drin. Die Farbe, die ihr seht, ist Eisengrau Metallic. Das ist, würde ich sagen, eine der elegantesten Farben, die man für dieses Fahrzeug wählen kann, weil ihr einfach ein total... Oh, das ist aber schön sonnig hier. Weil ihr einfach eine Farbe habt, die im Dunkeln total unauffällig ist. Und wenn ihr im Hellen dasteht, so wie ihr jetzt hier steht, einfach auch... Guck mal, so bin ich schön im Schatten. Einfach eine Farbe habt, die super schön aussieht. Obwohl es Eisengrau hat, heißt, hat so einen kleinen Blaueinschuss, aber es ist auf jeden Fall eine Farbe, die sehr gut funktioniert. Und so wie er hier steht, eben als Leitchassis mit 3,5 Tonnen, das heißt schon aufgelastet, um maximale Zuladung zu haben, aber eben nicht mit den großen Radläufen und mit den normalen 16 Zoll Leitfelgen. Das, was wir hier gemacht haben, ist, dass wir die Stoßfänger vorne nicht in Wagenfarbe lackiert haben, weil wir denken, bei dem Fahrzeug passt das so alles wunderbar zusammen, wenn man sich das von der Seite anschaut. Ihr habt hier vorne die Kunststoffecken, was ja einfach auch oft etwas robuster ist. Dann alles in Metallic und das Schwarz bzw. Grau der Kunststoffteile wird ja überall im Fahrzeug wieder aufgenommen. Dieser Wagen, so wie er hier steht, hat die Rahmenfenster. Das heißt, bei den Trentas müsst ihr so ein bisschen drauf achten, vorgehängte Fenster oder Rahmenfenster. Das darf jeder für sich selber entscheiden, aber die Rahmenfenster sind eine Option, die ihr dazu bestellen müsst. Und eine der großen Besonderheiten, jetzt kommen wir hier gerade an der Heizung vorbei, ist, dass ihr den Trenta, das ist ja bei Pössl leider nicht bei allen Baureihen so, auch mit einer Dieselheizung bestellen könnt, euch also aussuchen könnt, ob ihr Gas- oder Dieselheizung haben wollt, mit oder ohne Elektrounterstützung und damit so ein bisschen das Fahrzeug ganz wunschgemäß nach euren Dimensionen zusammenstellen könnt. Das ist jetzt ein Fahrzeug, hier haben wir noch gar keine Sonderausstattung oder irgendwas eingebaut, sondern der steht so, wie er aus dem Werk gekommen ist, würde sogar zur Verfügung stehen. Das heißt, wir verlinken hier unten in der Videobeschreibung auch nochmal die mobile.de-Anzeige zu dem Fahrzeug. Aber insgesamt ist es einfach ein Fahrzeug, wo sicherlich noch solche Sachen wie Markise, Fahrradträger, Radio, Rückfahrkamera fehlen. Aber das besprechen wir dann sowieso mit dem neuen Inhaber, der neuen Inhaberin gemeinsam. Ansonsten würde ich sagen, von außen relativ unspektakulär. Wir haben die 16 Zoll Leichtmetallfelgen, die beim Leitchassis eben mit dazukommen. Das passt hervorragend und damit man hinten im Bettbereich eben trotz des weggelassenen Fensters genug Licht und Luft hat, natürlich die beiden Fenster in den Hecktüren. Und dann sind wir auch schon einmal rum und ich würde sagen, wir tauchen jetzt mal ein, weil das, was den Trenta wirklich besonders macht, ist das Innenleben und der Möbelbau. Beim Einstieg in den Trenta fällt gleich eine quasi Besonderheit auf und zwar ist der Trenta angelegt auf besonders großzügiges Raumgefühl. Und ihr seht es eigentlich schon beim ersten Blick ins Fahrzeug, wir haben hier einen verhältnismäßig breiten Einstieg, einfach um mal eine Idee zu haben. Wir haben hier fast 74 cm, die dazwischen sind. Das ist bei den meisten Fahrzeugen, ist der Küchenblock hier deutlich weiter reingenommen. Ansonsten haben wir aber die Dinge, die so ein Auto auszeichnen. Wir haben natürlich eine Fliegengittertür mit dabei. Die ist, glaube ich, inzwischen auch in der Kastenwagenwelt in den Standard quasi mit eingezogen. Also da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr sowas mit dabei habt. Und auch die zweite Besonderheit vom Trenta könnt ihr hier auf Anhieb sehen. Wir haben nämlich ein indirektes Lichtkonzept. Das zieht sich durchs ganze Auto und das ist natürlich jetzt Quatsch hier auf der Außenseite, aber selbst wenn man hier mal unter der Markise vorm Fahrzeug sitzt, dann hat man einfach eine schöne indirekte Leuchte von hinten mit dabei. Besonders gut zu erreichen ist natürlich so ein, aber durch den breiten Einstieg unser Kühlschrank hier, der mal wieder mit den beidseitig angeschlagenen Türen, also von außen Einkäufe einladen, von innen Einkäufe rausnehmen, eigentlich alles anbietet, was man so für Wohnmobile braucht. Und dann kann man sich hier halt auch mit mehr Körperfülle oder mit zwei großen Einkaufstaschen wunderbar nach drinnen reinfalten und sich das im Fahrzeug gemütlich machen und merkt sofort, was ihr hier für ein Raumgefühl habt. Das, was nämlich quasi die dritte Besonderheit vom Trenta ist, ist, dass wir hier vorne weder einen Skyroof haben, also nicht oben das Glas, aber trotzdem den Querträger, der hier eigentlich bei Fiat und Citroën drin ist, rausgenommen haben. Dadurch habt ihr hier einfach das Raumgefühl eines großzügigen Teilintegrierten und man merkt, dass das einfach alles luftig ist. Und durch diesen Baldachin, der hier drin ist, hat man einfach eine total gemütliche Stimmung
Und ich weiß nicht, ob man das jetzt im Hellen gut sehen kann, aber wir haben das hier oben alles indirekt beleuchtet. Wir haben die Schränke indirekt beleuchtet. Hier in den seitlichen Ablagen sind Lampen. Also ihr kriegt das Fahrzeug wirklich total gemütlich hin. Und ich glaube, dass man sich hier wirklich in die Sitzgruppe setzen kann und sich dann richtig gut gehen lassen kann. Damit wir wissen, was der Spaß kostet, schnappe ich mir jetzt mal die Ausstattungsliste und dann gucken wir uns mal an, wie sich genau dieser Trenta zusammensetzt, damit ihr mal ein gutes Gefühl dafür bekommt, was so ein Trenta in dieser Ausstattung ungefähr kosten würde. Ja, was haben wir hier? Also wir haben hier einen Trenta 600. Basisfahrzeug, habe ich ja schon gesagt, ist der Citroën Jumper, so wie er hier steht, mit 103 kW und 140 PS. Und als 3,5 Tonnen Leitchassis. Dann sind wir beim Grundpreis von 53.628 Euro, so wie er dasteht. Ich sage euch mal kurz die wichtigsten Optionen, die wir hier haben. Einmal haben wir, was bei Pösse quasi unumgänglich ist, das All-In-Paket. Das ist so ein bisschen gesplittet. Bei den Fahrzeugen auf Citroën-Basis nennt sich das All-In-Paket Mega. Da ist quasi nahezu alles, was man bei Citroën als Option haben kann, mit dabei. Bei Fiat heißt es quasi normales All-In-Paket. Da ist es etwas günstiger, aber der Lieferumfang ist auch nicht ganz so groß. Beim Citroën, wir haben hier einen größeren Dieseltank, eine verstärkte Lichtmaschine. Wir haben eine Klimaanlage, Lederlenkrad, Reserverad, Tempomat, Remifront, Fahrerhausverdunklung. Ich gehe das jetzt nicht alles durch. Wer das ganz genau wissen will, kann unten sich einfach den Link nochmal anklicken und sich das Fahrzeug genau anschauen. Dann habt ihr von draußen gesehen, wir haben die Metallic-Lackierung in Eisengrau. Wir haben die 16 Zoll Alufelgen mit dabei, weil das dem Fahrzeug einfach gut steht. Die Rahmenfenster ohne Aufpreis ist der Entfall des Heckfensters seitlich. Das war uns eben hier eine relativ wichtige Sache. Und das, was dieses Auto eben auch, was ich draußen schon gesagt habe, von vielen anderen Fahrzeugen abhebt, ist eben, dass wir eine Dieselheizung mit drin haben. Das heißt, ihr könnt euch relativ unabhängig verhalten, wenn ihr unterwegs seid. Ich würde hier empfehlen, eine Solaranlage mit drauf zu nehmen. Und bei der Batterie müssen wir uns so ein bisschen abstimmen, wie lange ihr frei stehen wollt, ob man eine zusätzliche Wohnraumbatterie mit dazu nimmt oder vielleicht sogar auf eine Lithiumbatterie geht. Es hängt, steht und fällt aber eben auch mit euren Reisegewohnheiten und was für euch der richtige Weg ist. Aber durch den Kompressorkühlschrank in Kombination mit der Dieselheizung, einer großen Batterie und einer Solaranlage kommt man nahezu unabhängig vom gesamten Campingplatznetz durch die Welt, wenn man das möchte. Ansonsten haben wir hier tatsächlich nur noch Reifendrucksensoren mit dabei als Option Citroën-seitig und das Truma Bedienteil CP Plus, also einfach ein besseres Bedienteil für die Heizung und die Frachtkosten, die unumgänglich sind. Und dann haben wir für das Auto, so wie es jetzt hier steht, einen Preis von 62.800 Euro. Wie gesagt, die genaue Ausstattung des Fahrzeugs findet ihr auch nochmal in der mobile.de-Anzeige. Das, was ihr hier eben an Ausstattung seht, ist alles so Serie. Das heißt, der Trenta kommt immer in diesem Polsterstoff, der sich Paco nennt, und er kommt immer in dem Möbeldekor, wie es hier ist. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, eine erhabene Fläche mit so einer Maserung drauf. Fühlt sich ganz gut an, fühlt sich, ist kein Stoff, aber fühlt sich für mich richtig so ein bisschen wie Stoff an. Und darunter diese so ein bisschen Optik in gebürsteter Aluminiumoptik. Das ist sicherlich nur eine Beschichtung, die drauf ist. Und kein echtes Aluminium, aber es macht so den Eindruck. Die Klappen sind rundherum grifflos, das heißt, wir haben hier hinter eine Entriegelung, mit der wir das aufmachen können. Und dann habt ihr richtig schöne große Staufächer und eben hier oben links und rechts die großen Ablagen. Serienmäßig über der Sitzgruppe das Midi-Heki mit 50x70 als wirklich schöne große Dachhaube. Und das heißt einfach, wir sitzen hier vorne absolut lichtdurchflutet, viel Licht von oben. Viel Licht von der Seite, das gesamte Fahrerhaus und dann ja auch noch die Schiebetür. Der Trenta ist immer ein Viersitzer. Man muss dabei Pösse ja inzwischen gucken, weil ihr in dem Schein zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten habt, auch mit Einzelsitz, Doppelsitzbank oder Dreiersitzbank zu arbeiten. Der Trenta kommt immer so, wie er hier steht. Das heißt immer 4 Dreipunktgurte, zwei hier vorne und natürlich Fahrer-Beifahrersitz, immer drehbar. Und das hier, was ihr seht, ist der normale Tisch. Wer wollen würde, könnte den auch noch als Alternativtisch bestellen. Dann bekommt er noch eine zusätzliche Arbeitsplatte, die hier drunter ist und dann rausschwenkt. Und das, was ich von hier schon sehen kann und was wir uns jetzt gemeinsam angucken, ist einfach, wie großzügig das Raumgefühl nach hinten ist, weil ich wirklich von hier ganz bis nach hinten gucken kann und eben keine großartig störenden Kleiderschränke, sonstige Schränke habe, sondern der Trenta ist wirklich, so wie man das hier ja schon merkt, nicht dafür gedacht, das letzte Quäntchen Stauraum auszuschöpfen, sondern euch vor allem einen richtig komfortablen
Ort zum Wohlfühlen geben, an dem man einfach auch mal gechillt irgendwo am Strand oder in der Stadt ausharren kann, obwohl es ja eigentlich ein super kompaktes Auto mit nur knapp 6 Meter ist. Und deswegen drehen wir uns jetzt mal um, gucken uns an, wie Küche und Nasszelle aufgebaut sind, was den Trenta eben auch da von anderen Fahrzeugen abhebt, damit ihr ein ganz gutes Gefühl dafür bekommt, ob eben dieser hier oder doch eher ein anderes Fahrzeug für euch das Richtige wäre. Und das ist nämlich genau die Perspektive, die ich meine. Ihr guckt aus der Sitzgruppe und ihr könnt ganz bis nach hinten gucken und man hat hier halt echt Bewegungsfreiraum. Man fühlt sich einfach großzügig in dem Fahrzeug. Also man fühlt sich nicht großzügig, sondern es ist großzügig, auch wenn wir großzügig sind. Ihr versteht, was ich meine. Durch den Kühlschrank hier vorne, der eben unter der Arbeitsplatte ist, haben wir eine große Arbeitsfläche wie in den anderen Fahrzeugen. Und beim Trenta hat sich Pössl entschieden, eben einen ganz normalen, relativ kompakten Zweiflammenkocher zu nehmen. Elektronische Zündung heute fast schon Standard in allen Fahrzeugen. Einen schönen Wasserhahn, der durchaus einen robusten, großzügigen Eindruck macht und vor allem auch hoch genug ist, um auch einen hohen Topf für Nudelwasser oder sowas mal wunderbar drunter halten zu können. Aber insgesamt auf jeden Fall eine Küche, in der man gut arbeiten kann. Oben drüber, hier haben wir 2 schöne Schränke. Da sollte alles reinpassen, was ihr euch irgendwie für die Küche vorstellt. Und was nicht passt, kriegt ihr sicherlich unten in den Schubladen verstaut. Einmal hier oben eine große Tiefe, dann haben wir die mittlere Schublade, die sicherlich auch viel schluckt, und die untere, die einen kleinen Tick kleiner ist, weil wir uns hier entschieden haben, also was heißt wir uns, aber weil Pössl sich hier entschieden hat, lieber einen größeren Kühlschrank zu nehmen, bei dem die Steuerungselektronik und der Kompressor ein bisschen nach hinten verlagert ist, und deswegen kriegt diese Schublade diesen kleinen Ausschnitt mit dazu. Aber insgesamt glaube ich, ihr seid zu zweit unterwegs und man hat hier so viel Raum in der Küche, dass alles wunderbar mit hinpasst. Von den Bedienteilen, das hier ist das Bedienteil für den Kühlschrank, dass man das immer gut sehen kann, was ist. Alle anderen Steuerungseinheiten von Pössl sind oberhalb der Tür gesammelt. Wir haben hier dieses Einheit-Bedienteil für die Heizung und das ist die normale Bordsteuerung, die Pössl-seitig da ist, an der ihr die Grundfunktionen und Füllstände quasi überwachen könnt und sehen könnt. Und das, was eben auffällt, um da immer noch mal wieder kurz drauf hinzuweisen, wir haben hier durchgehend die Lichtbänder, die auch wirklich hinten durchgehend sind. Wir haben auch hier vorne, wenn ihr das seht, in dem Küchenblock auf der Innenseite das Licht mit drin. Wir haben hier eine LED unten drunter. Wir haben die Lesespots hier hinten im Bettbereich, die man nehmen kann. Und wenn hier Raum ist, im Prinzip, ich meine, keiner braucht einen Lesespot in der Küche. Aber wenn ihr meinen würdet, ihr wollt hier vorne ein bisschen mehr Licht haben, könnt ihr das sicherlich auch machen. Aber gehören tun die eigentlich ins Bett. Wenn man so in der Küche steht und sich einfach umdreht, dann haben wir hier die Nasszelle. Und Nasszelle ist ja das, wo sich bei Pössl so ein bisschen entscheidet, in welche Baureihe ihr gehört. Wir haben 3 verschiedene Bäder zur Auswahl. Wir haben das Raumbad. Das habt ihr zum Beispiel im Tubin R, im Trenta 600R. Also dieses Fahrzeug gibt es auch mit einem Raumbad. Da verlinken wir euch in der Ecke nochmal das Video zu dem Trenta 600R, wo wir das schon mal gezeigt haben. Das heißt Raumbad mit den 2 Lamellentüren. Wir haben die Schwenkbäder, die in nahezu allen Summits drin sind. Gibt es auch diverse Videos zu. Und wir haben die, ich nenne das jetzt mal klassischen Nasszellen, so wie Nasszellen immer waren. Und zwar einfach ein großzügiger Raum, aber eine Dusche eben nicht mit einer festen Tür oder mit einer Lamellentür, sondern mit einem umlaufenden Vorhang. Das klingt erstmal wie, weiß ich nicht, ob das richtig ist. In der Praxis muss ich ehrlicherweise sagen, es hat wahnsinnig viele Vorteile, weil wenn ich hier reingehe, ich mich einfach in der Nasszelle frei bewegen kann. Beim Summit ist es für mich so, das Schwenkbad ist von der Idee mega cool und ist auch toll, aber ich bin halt sehr groß und sehr sperrig und so eine Schwenkwand nimmt natürlich auch immer einen gewissen Platz weg. Das Raumbad kann ich mich super drin bewegen, aber dafür blockiere ich mir quasi den Durchgang. Hier muss man sagen, für normal Toilettengang, Hände waschen, abwaschen, bewegen in der Nasszelle, hat das Riesenvorteile, so wie es ist. Beim Duschen muss man natürlich auch im Gegenteil sagen, so ein Vorhang hat nicht nur Vorteile, der ist dann etwas anschmiegsamer. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Kinder, wer duscht wirklich viel im Kastenwagen? Ich tue das gerne, aber ich dusche zum Beispiel lieber mit einem Vorhang, der immer ein bisschen irgendwo klebt, habe dafür aber die Bewegungsfreiheit, als durch meinen dicken Bauch nicht an die Füße zu kommen. Damit ist ja auch keinem geholfen. Also da muss man einfach sagen, guckt euch an, was ihr für eine Nasszelle haben wollt. Das hilft euch schon sehr in der Auswahl, welcher Pössl könnte für euch der richtige sein. Ansonsten haben wir eine ganz normale Nasszelle. Wir haben eine schöne Schiebetür hier vorne.
was natürlich auch immer dazu führt, wenn man sie bedienen kann, so, dass wir richtig schön viel Raum haben, weil die Tür nicht in den Raum reinschwenkt und wenn ihr sie nicht braucht, sie eben auch schön an der Seite ist. Wir haben eine Toilette, auf der man, ich setze mich da einfach mal drauf, mit richtig viel Beinfreiheit, ich meine, ihr kennt das aus anderen Videos, ich mit meinen 1,92 und langen Beinen habe hier noch richtig Platz vor mir. Wir haben den Vorhang, der hier drin ist, eine kleine Dachhaube oben drin, was auch nicht in jeder Nasszelle gang und gäbe ist und auf den ersten Blick kein Schrank, aber wir haben hier den Spiegel und hinter dem Spiegel versteckt sich noch ein richtig schöner Schrank, wo echt viel mit reinpasst, weil Pössl da etwas ganz geschickt gelöst hat, weil wenn ihr hier einmal um die Ecke rumguckt, hat man einfach gesagt, wir nehmen so ein bisschen was über dem Bett weg, damit dann der Raum da vorne einfach tief ist und so nutzen wir den Raum im Bett quasi doppelt und haben einfach von dieser Seite einen schönen Stauraum, ohne dass es auf der anderen Seite im Bettbereich wirklich stört. Ob das stört, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich lege mich einfach mal hin und gucke, ob mich das irgendwie in meiner Bewegungsfreiheit beeinflussen würde. Wir haben gesagt, wir wollen alle Details uns anschauen. Deswegen habe ich noch eine Kleinigkeit für euch, was ich ganz charmant finde. Das ist erstmal ein normaler Stauraum für normale Handtücher, was immer ihr da reinpacken wollt. Aber wir haben hier einen kleinen Schlitz. Und wenn ihr nochmal in den Schrank reinschaut, ist hier quasi ein Toilettenpapierhalter. Das heißt, die Rolle wird einfach reingelegt, das Papier durch den Schlitz rausgeführt. Und so habt ihr eben auch, wenn ihr duscht, nie feuchtes Toilettenpapier. Und man muss es auch nicht wegpacken, sondern hat den Toilettenpapierhalter quasi in dem kleinen Schrank integriert. Einerseits total praktisch und eben, glaube ich, auch für Handtücher ein super schönes Fach. Und jetzt gehe ich wirklich hinten ins Bett. So sieht das aus, wenn eine Leiche in diesem Wagen transportiert wird. Nein, natürlich nicht. Ich will euch einfach nur demonstrieren. Ich bin 1,92. Ich liege hier knatsch dazwischen, um einfach zu erklären, warum wir das mit dem Fenster weglassen gemacht haben. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass wir den normalen Innenrahmen des Fensters drauf haben, mal abgesehen davon, dass das Bett wirklich kürzer wird, hat man aber immer, wenn man sich dreht, die Gefahr, dass man mit den Füßen oder mit dem Kopf, je nachdem auf welcher Seite das Fenster ist, in dieses Verdunklungsrollo reinstrampelt und am nächsten Morgen das alles neu sortieren muss. Geht auch, muss man so ein bisschen für sich selber entscheiden. Es gibt Leute, die sagen, ich will so viel Licht und Luft wie möglich haben, kann ich absolut verstehen. Oder eben die Undercover-Version, Licht und Luft von oben und hier hinten auch die Fenster. Und dadurch, dass ich eben nach da keinen Schrank habe, ist es ja auch insgesamt ein relativ großzügiges Raumgefühl. Was darüber hinaus einfach so ist, wollten wir ja gucken, wenn ich mich hier, ich bleibe mal im Bett liegen, guck mal, wenn du da um die Ecke guckst, selbst wenn ich meine Füße aufrecht hinstelle, dann stört das überhaupt nicht und viel größere Füße als meine werden in so einem Auto definitiv nicht drin liegen. So, jetzt habe ich genug hier rumgefläzt, jetzt nehmen wir nochmal schnell die Maße, bevor ich mich wieder vernünftig hinsetze. Wir haben hier von links nach rechts 1,95,3 und dann haben wir im Fußende an dem schmalen Teil 1,41, also von der Wand hier nach ganz drüben gemessen und hier 1,55. 1,55, das ist echt ein amtlich großes Bett, finde ich. Also auf jeden Fall ein gemütliches Bett. Hier auch, was nicht bei jedem Hersteller serienmäßig ist. Hier hinten das große Fach quer, links und rechts die beiden anderen Fächer, was ich schon mehrfach gesagt habe, eben mit dem durchgehenden Licht. Leselampen auf beiden Seiten, das heißt, ihr könnt für euch entscheiden, je nachdem, ob ihr gerade abschüssig in eine Richtung steht. Bei 1,40 kann man ja sogar wirklich auf beiden Seiten mit dem Kopf liegen. Ich versuche immer so zu liegen, dass der Kopf höher liegt als die Füße. Ich bin nicht so der große Fan von Ausgleichskeilen und all solchen Dingen. Das mache ich wirklich nur, wenn die Parksituation es gar nicht anders zulässt, sondern sonst stellen wir uns einfach so hin, dass alle so liegen, Kopf höher als die Füße. Dann bleibt das, läuft das Blut nicht in den Kopf, dann gibt es keine Albträume. Das ist irgendwie unsere Familientradition. Aber hier ist tatsächlich so, dass ihr nicht mal das Auto ausrichten müsstet, sondern durch die Breite des Bettes und die Lichtleisten links und rechts eben wunderbar auf beiden Seiten liegen könnt und auch lesen könnt. Im Normalfall wird das natürlich diese Seite als Kopfseite sein, weil es breiter ist und auch das Luftgefühl nach vorne einfach ein bisschen schöner ist. Für die Lichtleisten gibt es darüber hinaus noch so USB-Steckdosen, die man reinpacken kann. Das heißt, ihr könnt hier, weil ja auch überall die offenen Ablagen sind, wunderbar die Handys hinlegen oder was auch immer, ihr E-Book-Reader, man soll ja nicht so viele Handys am Bett haben.
und das alles in den Lichtleisten hier vorne mitladen. Ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Das ist hier eine ganz normale Kaltschaummatratze. Schaumstoff, Kaltschaum, kann mir einer von den Matratzenspezialisten da draußen mal erklären, weil ein Kaltschaum für mich auch ein Schaumstoff ist, wo der Unterschied zwischen Kaltschaum und Schaumstoff ist. Hilf mir bitte. Aber damit ihr trotzdem einen Blick darunter werfen könnt mit einem ganz normalen Lattenrost, und das, was man hier gut sehen kann, ist, wir haben einen dreigeteilten Lattenrost, das heißt, und auch eine dreigeteilte Matratze. Man kann also die Teile nehmen, hier stapeln, mit einem Gurt sichern und kann dann dieses Fahrzeug auch als Transporter benutzen, um ganze Umzüge damit abzuwickeln. Wäre meiner Meinung nach zu schade für das Fahrzeug, aber durchaus eine Option. Ob ihr den Umzug auch so umgesetzt bekommt, da gucken wir jetzt noch mal gemeinsam hinten in den Stauraum, und ich gebe euch mal die Maße mit auf den Weg, damit ihr wirklich alles wisst, was ihr zum Trenta 600 wissen müsst. So rum geht der Satz richtig zu Ende. Also lasst uns gemeinsam nach draußen gehen und wir gucken mal, wie es unterm Bett da aussieht. Unter dem Bett hinten habt ihr natürlich einen klassischen Stauraum, so wie wir das von allen anderen Fahrzeugen auch kennen. Und damit ihr wisst, wie viel ihr da reinbekommt, schauen wir hier nochmal rein. Also ihr habt quer 92 cm und hier auf der linken Seite, wo der Stauraum etwas kürzer ist, ungefähr 1,36. Auf der rechten Seite ungefähr 1,50 und nach oben 78 cm, aber ihr müsst hier vorne quasi durchs kleine Tor 73 cm unter dem Querträger unterdurch. Also denke ich, ein Stauraum, in den sehr vieles sehr schön reinpasst. Wir haben hier zwar den Gaskasten für 2x11 Kilo Gas, aber wenn ihr eben eine Dieselheizung nehmt, dann braucht man sicherlich nicht so viel, weil der Trenta ja mit dem Kompressorkühlschrank und der Dieselheizung dann super autark unterwegs ist. Insgesamt finde ich, kann man auch von hinten sehen, wie das Konzept aufgeht, weil das Auto wirklich auf maximales Raumgefühl getrimmt ist. Wir haben die komplette Sichtachse bis ganz nach vorne frei. Ihr habt das großzügige Bett hier hinten. Wir haben durch die weggelassenen Fenster einfach eine richtig schöne Liegelänge, wo man auch mal gegen die Wand strampeln kann und mit dem man eben auch richtig gut undercover irgendwo stehen kann. Umso weniger Fenster da sind, umso weniger falle ich als Camper letztendlich auch auf. Also ich glaube, das ist ein richtig schönes Auto. In meinen Augen optimal für zwei Personen. Im Notfall auch mal mit einer dritten. Gut, funktionabel sozusagen. Ja, das ist unser Rundgang um den Pössl Trenta 600 gewesen. Wenn euch das gefällt, aber ihr sagt, oh, ich hätte doch gerne lieber ein bisschen weniger Grau, dann schaut euch vielleicht auch nochmal ein Twin S an. Das wäre das Pendant, was es auch von den D-Line-Fahrzeugen gibt. Und wenn ihr sagt, ich möchte ein bisschen mehr Holz drin haben, dann haben wir ganz ähnliche Konzepte, aber mit anderen Nasszellen und vor allem anderen Sitzgruppen vorne beim Summit Shine, Summit Prime und beim normalen Summit, die vielleicht auch Alternativen für euch sein könnten. Ja, freut mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, das Auto gefällt euch oder hat euch gefallen. Und dann gucken wir mal, was uns nächste Woche überrascht. Da haben wir dann vielleicht wieder was spektakulär anderes. Aber für heute, glaube ich, haben wir eine richtig schöne Variante gesehen, die sich gut im Alltag integrieren würde.